Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 2. In der letzten Folge sind wir weiter durch die Mariposa Militärbasis gelangt und sind dann letzten Endes dann hier angekommen. Offline habe ich dann natürlich nochmal die ganzen Gegenstände mitgenommen, ins Auto getan, geschweige denn bin weggefahren, habe sie verkauft. Bin in diese Sierra Army Basis nochmal gegangen, habe die ganzen Roboter ausgeschaltet und man sieht, ich habe ein Level ab. Und ja, ich habe das offline gemacht und habe euch da nicht mitgenommen, weil ich habe mir gedacht, das wird jetzt nicht so interessant sein. Aber wir können uns einen neuen Bonus wählen. Naja, Ausdauerverbesserung wäre schön nicht schlecht. Bonusbewegung, dass man zwei Pünktchen nehmen kann, nur dafür. Na gut, das wäre nicht schlecht eigentlich. Dieb. Geist. Glück verbessern, ja. Was harmlos. Dein unschuldiges Aussehen erleichtert dir das Stehlen ein wenig. Du gewinnst 20% zu deiner Stehlfähigkeit dazu. Naja, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Na, jetzt hängt aber das Spiel wieder kurz. Gehen wir mal ganz nach unten. Wahrnehmung verbessern. Ich glaube, das kann ich auch bei der Bruderschaft dann machen. Vorsichtig. Verständnis. Ja. Verkäufer. Unterhändler. Noch ein bisschen mehr. Totschläger. Du bist der leibhaftige Totschläger. Bei Nahkämpfen werden aus allen deinen Treffern kritische Treffer, sodass du Zerstörung und Verwüstung zurücklässt. Na, das klingt nicht schlecht. Stärke verbessern. Mit diesem Bonus erhältst du eine Stärke. Dann hätten wir 10 Stärke. Das wäre schon mal nicht schlecht. Gut, oder Scharfschütze, was ist Ranger? Sens, Packratte, Nachtsicht, Ziener, leise laufen, Kult der Persönlichkeit, Glück verbessern, na gut, Stärke verbessern, wäre ja nicht schlecht, wie gesagt, Wahrnehmung ist auch nicht schlecht, Glück verbessern, naja, wäre auch nicht verkehrt, harmlos, Heckenschütze, ach, ich nehme mal Heckenschütze. Diesen Bonus wird jeder erfolgreiche Treffer im Kampf mit Waffen zu einem kritischen Treffer aufgewertet. Wenn du zudem einen guten Wurf machst, dann nehmen wir Heckenschütze. Achso, wir haben ja noch die Punkte, die wir verbessern könnten. So, auf 170%. Das hochgeskillt und verbessert. Stehlen. Ich habe teilweise nochmal Handgranaten geschmissen. Vor allem bei dieser Sierra Army Basis gegen die Roboter. Diese EMP-Granaten waren gar nicht schlecht gewesen. Werfen habe ich auf 100%. Das ist eigentlich ganz gut so. Na gut, das heißt halt Fallen hier. Hätten sie Sprengstoff nennen können. Generell aber, naja, gut. Haben sie halt so gemacht. Falls ich nochmal Granaten werfe, würde ich sagen, hier noch ein paar Punkte investiert. Können wir das speichern. Und dann gehen wir mal zu diesem Supermutanten da vorne. Der letzte in dieser Basis. Naja, ich meine der letzte feindliche. Markus ist ja auch noch da, aber der letzte feindliche. Ach Spiel, warum musst du schon wieder anfangen zu ruckeln? Na gut, es kann auch sein, weil jetzt gerade der Zeit, wo das Video ist. Was? Kusch, kusch? Oder husch, husch, hat er gesagt. Weil derzeit, wo das Video gerade gemacht wird, hat Windows 10 ein Funktionsupdate. Also kann auch sein, dass es dadurch auch noch jetzt herführt. Ich wollte eigentlich auch warten mit der Aufnahme, bevor ich diese Aufnahme starte, bis halt der Computer dieses wunderbare Update fertig hat. Also der installiert das Update nur noch. Und ich wollte halt den Neustart machen, aber man weiß ja bei Windows nie, wie lange der Quatsch dauert.
Ach, das ging aber auch schnell. 145 Trefferpunkte. Melkor hieß der. Ach, hier ist eine Todeskralle rausgekommen aus dem... Ah. Das also... Zwei Todeskrallen aus dieser stinkenden Frühe rausgekommen. Melkors Haustier verfehlt. Melkors Haustier. Na dann. 160 Trefferpunkte, aber das Vieh lebt noch. Na, wer hat sich jetzt gegenseitig getroffen von den Begleitern? Denn durch mein Standbild sehe ich es leider nicht. Oh, ich wurde getroffen, wie es aussieht. Und der Ton war wieder weg gewesen zwischendurch. Wie gesagt, das Spiel macht mir Spaß. Aber diese Hänger oder wie jetzt Standbild und man hört nur den Ton, dass es weitergeht. Ach, das gefällt mir überhaupt nicht. Es kann auch sein, wenn ich diesen Restaurations-Patch-Mod oder was das ist, in die Augen genutzt hätte, dann wäre das vielleicht weniger schlimm gewesen. Oder vielleicht wären die Fehler dann sogar komplett weg gewesen. Aber ich weiß auch nicht, ob dieser Mod oder Patch dann mit meinen Spielstellen kompatibel wäre. Oder ob ich dann theoretisch einen neuen beginnen müsste. Bei manchen geht es ja, dass man das auch bei einem laufenden Spiel nehmen kann. Bei anderen... Naja, musste halt komplett von vorne anfangen, weil halt das mit dem Spielstand nicht mehr funktioniert dann. Und ich würde natürlich jetzt nicht das ganze Spiel nochmal neu durchspielen, nur dass ich dann diesen Patch drauf habe. Oder diesen Mod. Ich gehe mal ein bisschen beiseite, nicht, dass meine Begleiter mich andauernd treffen. Ich habe auch nur noch 35 Punkte. Die andere Todeskralle ist schön abgehauen, weil die schön zu stark geschwächt war. Ja, sieht man, die Todeskralle hat mich auch schon jetzt zum Beispiel dafür, dass ich eine Power-Rüstung habe, ziemlich stark getroffen. 80 Trefferpunkte und das Vieh lebt immer noch. Also die beiden Todeskrallen sind irgendwie stärker und stecken mehr ein, als was dieser Supermutant war, dieser Melkor, den wir getötet hatten eben. Ach, ihr seid da wirklich zu blöd. Warum greift ihr euch gegenseitig an? Ich bin getötet worden. Ich habe nicht gespeichert. Naja. Na gut, ich habe schon gespeichert, aber nicht. So. Na gut, wir hatten ja hier vorne gespeichert. Ich gehe mal von hier hin, dass ich vielleicht sehe. Kann ich jetzt? Nein. Halt! Es hat nicht geklappt mit dem kritischen Superschuss. Meine Haustiere werden sich um dich kümmern. Seine Waffe ist runtergefallen, hat den nächsten Zug verspielt. Da liegt auch seine Waffe. Na, was war denn das jetzt für ein glorreicher Fehlschuss? Was habe ich noch als Waffe? Ach ja, Molotow-Cocktails. Ich nehme die Dinger auch mal. Oh, schusch. Noch mal zwei. Ach, rosa Gott. Macht er dann bei jeder Runde zwei neue Todeskrallen aus dieser Brühe raus? Gottes Willen. Um Gottes Willen. Helft mir doch, Begleiter. Ich bin umzingelt. Hilfe, nur Sulik ist vorne, hilft mir. Begleiter, tu doch was. Mach dich zurück. Kann ich nicht. Oh je, das überleben wir nicht. Also ich muss sagen, ich hatte... Und ich habe mir das eigentlich einfacher vorgestellt, jetzt gegen diesen einen Supermutant zu kämpfen. Ich habe mir gedacht, naja gut, das ist ein Supermutant, das ist einer von den stärkeren.
Aber ich habe mir echt vorgestellt, das wäre jetzt einfacher. Muss ich wirklich ehrlich sein. Ich hatte mir das jetzt nicht so schwer vorgestellt. Halt, sagt er. Halt! Am besten muss man den Kerl wirklich mit einem Superschuss töten. Ach, jetzt auf einmal ist er gleich dran, ohne dass ich was machen kann. Und das Spiel war jetzt wieder der Ton weg. Jetzt haben wir wieder Standbild. Ich sehe nicht, was passiert ist eigentlich. Achso, ich wurde getroffen. Ich gehe nochmal ein Stückchen zurück. Hey, nicht mich treffen. Na, Sulik, ob das so sinnvoll ist, dass du jetzt bei dieser Brühe davor läufst, obwohl, na gut, du hast ja eine für sich auch eine Powerrüstung, also passt eigentlich. Wir versuchen trotzdem erstmal den Kerl zu töten hier. So. Damit er keine neuen Todeskrallen herbeschwören kann. Damit spare ich bei der nächsten Runde, wenn ich dran bin. Dann sind es zumindest nur diese zwei Todeskrallen. Die auch schon gefährlich genug sind. Man muss bedenken, ich habe eine Enklave-Power-Rüstung, die ganz gute hier. Und trotzdem sieht man ja, wie da Schaden ist, was die schon anrichten jetzt. Oh, das war ein guter Treffer jetzt. 176 Trefferpunkte. Das war gut. Na komm, die eine Todeskrolle schaffen wir auch noch. Ja, man sieht, der hat zwar jetzt auch nur 11 Punkte Schaden gemacht bei mir, die Todeskrolle, aber die können halt so oft angreifen. Das ist halt der Nachteil, also halt der Vorteil bei denen. Die können halt so oft angreifen. Die haben so viele Aktionspunkte. Die können viel laufen, die können viel angreifen. Das kostet bei denen fast nichts. Aber gut, die Runde müsste ich eigentlich überleben noch. Dann hoffe ich mal, dass wir die Todeskrolle langsam besiegen. Aber jetzt. Scheiße. Nur 21 Punkte abgezogen. Ist natürlich jetzt nicht so. Na komm, Markus, dein Schuss muss sitzen. Auch nicht. Na gut, er hat gut Schaden gemacht, aber. Naja. Wieso macht eigentlich Sulik nichts? Warum bin ich jetzt schon wieder dran? Ich meine, ich bin froh, dass ich jetzt dran bin. Aber warum macht Sulik eigentlich nichts? Los, kritischer Treffer. Ein Toter mit einem Schuss. Ich glaube, ich habe getroffen. Ich sehe zwar nichts. Aber es hat sich angehört, als wäre die Todeskralle auf dem Boden gestappt. Ja. MB Holodesk 4. Das ist ein publikes Lasergewehr. So, ich will nur das Lasergewehr mitnehmen, deswegen muss ich ihm das kurz geben. Und dann sehen wir uns mal diese Aufzeichnung an, die wir gefunden haben. So, ich möchte das zurück. Gebe dir das. So. Dann machen wir uns ja weg, weil die Strahlung möchte ich hier nicht so lange ausgesetzt haben. Überreste von Melkor.
Hier liegt halt auch noch was von den Enklave, Leute, aber ich kann das nicht nehmen. Hier lag auch schon was, das könnte ich noch nehmen offline, aber hier, das kriege ich nicht angewählt. So, die Daten sind eingelesen. Status. Das war Ebene 3, das hatten wir, glaube ich, schon. Legen. Kontrolle 3, alles normal wie gestern, vorgestern. Ja doch, das hatten wir schon gehabt. Ja doch, das hatten wir schon. So, Ebene 4. Militärbasis Ebene 4. Die Ausgrabung verläuft nach Plan. Den alten Error Blaupausen. Na gut, den alten Mariposa Blaupausen der Basis nach. Sollten wir bald im Containerbereich sein. Verstärktes Vorkommen des FEV-Virus in den Luft- und Bodenproben, die wir genommen haben. Zum Glück ist unsere... Was? Zum Glück ist in unseren Anzügen ein Filter gegen das Virus eingebaut, sagte Mitgliedern der Enklave, dass sie vermutlich bald eine reine Probe des mutierten Gens bekommen. Ich habe auch Änderungen an den Bergleuten beobachtet. Sie scheinen irgendwie stärker zu sein, sind ausdauernder und haben eine etwas andere Hautfarbe angenommen. Das sind offensichtliche Anzeichen für eine Mutation durch das FEV. Die Männer werden langsam nervös, weil auch sie die Änderung bemerkt haben. Obwohl ich die Anzahl der Wachen erhöht habe, fürchte ich, dass wir, wenn die Arbeiter vollständig mutieren, zahlenmäßig weit unterlegen sind. Da wir nur die örtliche Bevölkerung als Arbeitskräfte einsetzen, hoffe ich, dass keine vollständige Mutation eintritt, solange sie nicht direkt einer reinen Quelle ausgesetzt sind und eingetaucht werden. Oder solange sie dem Virus nicht längere Zeit ausgesetzt sind. Sie werden sich erinnern, dass kleinste Menge des Virus in der Region entdeckt wurden. Untersuchungen an Versuchspersonen, die in diesem Gebiet leben, haben gezeigt, dass sie eine gewisse Toleranz gegenüber dem FEV-Virus entwickelt haben. Aber bedeutet also, Leute, die in der Nähe wohnen, sind zwar jetzt nicht immun gegen das FEV, aber haben eine gewisse Resistenz und sind wahrscheinlich dann nicht so schnell, dass die mutieren. So, wenn ich jetzt gewisse Toleranz entwickelt habe, trotzdem rate ich zur Vorsicht, da ein derartiger Kontakt mit dem FEV-Virus nie in unsere Berechnung eingegangen ist. Ich rate dazu, den Eingang zur Basis so zu präparieren, dass er einstürzt, sobald eine reine Probe vorhanden ist. Das wird die betroffenen Bergleute in der Basis einschließen und verhindern, dass feindlich gesonnene Personen das Virus bekommen, sobald wir weg sind. Na, dann können wir ja den Komplex auch verlassen. Und dann würde ich gerne in die Gifthöhlen fahren. Die Gifthöhlen waren der Ort ziemlich am Anfang des Let's Play. Naja, das war eigentlich nach Arroyo die erste Stadt, die man gefunden hat. Klemmes. Ja doch, Klemmes müsste das sein. Wo halt diese Gifthöhlen waren. Wo diese ganzen Goldgeckos waren. Da hatten wir auch diesen einen Feinsteller gesucht. Lucky. Ach, keine Ahnung. Diese eine Feinsteller, die wir dort gesucht haben. Da war ja auch noch so ein Fahrstuhl, wo wir den Generator reparieren mussten. Den hatten wir repariert. Aber für den Fahrstuhl, dass wir die Tür öffnen können, benötigen wir einen speziellen elektronischen Schlüssel Dietrich. Den haben wir ja jetzt gefunden in Navarro. Deswegen würde ich da halt gerne hinfahren. Weil ich möchte sehen, was ist dann in dieser Basis, in diesem Bunker. Na gut, und danach, nach der Basis, würde ich sagen, wäre dann eigentlich San Francisco dran. Und da würde ich wahrscheinlich noch einen Abstecher machen bei Navarro. Weil ich ja in Navarro noch diesen Schlüssel brauche von diesem Hauptmann für das Schiff. Und außerdem möchte ich noch ein bisschen mich nochmal umsehen dort. So, gleich ist sowieso unser Strom leer von dem Auto. Müssen wir dann nochmal nachtanken. Gifthöhlen. Auto ohne Strom. Da kommen wir noch ganz schön weiter für. Jetzt aber. Quatsch, ich wollte in den Kofferraum sehen. So, die kleinen Energiezellen waren irgendwo hier hinten. Ja, schade, dass ich das Inventar nicht ein bisschen besser organisieren kann.
Achso, kann ich nicht nehmen. Weil sind sie überladen. Dann klatsche ich die halt nach unten hin. Und dann werde ich mir die Energiezellen holen. Dann tanken wir. Und dann geht es, wie gesagt, Richtung Gifthöhlen. Ich werde dann nach der Folge sehen, ob der Computer mit seinem blöden Update fertig ist. Da kann ich einen Neustart machen. Gut, das seht ihr natürlich dann nicht, aber dass ich dann halt dieses Update natürlich installiert habe. Weil natürlich der Computer meistens auch immer noch die Zeit braucht mit Windows. Beim Herunterfahren mit seinen Vorbereiten und dann mit dem Hochfahren mit seinen Vorbereiten. Das frisst natürlich bei mir ein bisschen Zeit für das Ganze hier. Weil ich heute jetzt nicht frei habe, sondern das alles vor der Arbeit hier mache. Und ich ja natürlich auch irgendwann mal mein anderes Ding erledigen muss und nicht nur ein Let's Play abnehmen. Deswegen versuche ich das Ganze so schnell wie möglich hier zu machen. Ach, wenn die Hänger in dem Spiel nicht wären. Das ist das, was mich sowas von dermaßen ärgert hier. So ein tolles Spiel, aber diese Hänger. Kann natürlich sein, wenn ich jetzt nicht Windows 10 hätte, hätte ich das Spiel installiert, sondern vielleicht mit Windows 7, dass ich dann vielleicht solche Hänger nicht hätte. Keine Ahnung. Aber so. So, wir haben wieder alles. Speichern wir sicherheitshalber trotzdem ab. Und ruckeln uns in die Gifthöhlen. Ah, schon noch ein ganzes Stück eigentlich. Was haben wir jetzt schon wieder? Eine Schwarm Floaters. Nein, Gottes will, die will ich nicht haben. Nein, keine Floaters. Diese Gegner sind sowas von nervig. Die sind echt fast genauso nervig wie die Aliens. Die bringen zwar eigentlich viele Erfahrungspunkte, was toll ist, aber die sind halt so resistent. Und naja, muss ich nicht haben. Na, das spielt schon irgendwo so ein Hänger drin jetzt. Merkt auch jetzt in der Musik, dass das Ganze hängt. Aber es kann auch sein, dass jetzt genau jetzt Windows mit seinem blöden Update fertig ist. Der Zugriff auf Grafikkartenspeicher für die Anwendung blockiert. Der Zugriff auf Grafikkartenspeicher wurde für die Anwendung OBS blockiert. Habe ich jetzt eine Meldung bekommen. Na gut, da werde ich jetzt auch die Folge an dieser Stelle trotzdem schon mal beenden. Und werde euch das dann zeigen, wenn wir hinten beim Eingang sind. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss.